mal hier rüber rennen wieder. Das habe ich nicht zu viel gemacht, aber ich Beine 1, 2. Woran scheitert es jetzt? Komm. Da hier wieder so ein Schmarrn oder hier Capacitor will ich. Ah, nochmal Pulverized Coal. Da haben wir nichts mehr, ne? Oh, denn jetzt geht auch Kupfer langsam aus. Ah, Bichi, Kupfer. Dann mache ich mal ein bisschen. Kupfer? Ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr. Oh. Und da ist noch ein Glowstone. Nehmen wir mal mit. Oh, hier Lorium. Oh, zwei Gold. Okay. Muss ich mal gucken, wo die Turtle das Zeug her hat. Aber wieder eine riesen See angebohrt, das ist so blöd. Potato habe ich jetzt genug, aber jetzt geht mir echt das Kupfer aus. Ja, bin gerade halt unten. Kupfer. Yes. Wo sind die Fackeln? Nope. Jetzt auch einen Moment. Oh ne, vielleicht hat er doch. Jetzt war ich irgendwie komisch, warte mal. Cobblestone. So. Vibrant können wir leider ja noch nicht. So. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Die Dinger. War doch ein Cobblestone. Oder muss da. Ach, Redstone Block. Redstone Block. Wusste ich auch nicht, dass es da Colored Redstone Blocks anscheinend auch gibt. Die kannst du chiseln, glaube ich. Ja. Und wer macht denn sowas? Das weiß ich auch nicht. Facetter Bank. So, ich muss nochmal kurz umschalten. Oh ja, machen wir den da hin. Der lädt sich schön. Bringt natürlich jetzt noch nicht ganz so viel, weil natürlich jetzt der Reaktor dafür rennt. Aber Ziel ist es, im Endeffekt hier von der Seite dann auch mit Strom zu kommen von Solarzellen, die dann irgendwo hier draußen sind. Das heißt, die Solarzellen sollen eigentlich das Ding immer schön aufladen. Und nur wenn es mal wirklich leer ist, dann soll der Reaktor unten loslegen. Ja, schauen wir mal, ob das was wird. Jetzt muss der Reaktor erstmal, der hat natürlich jetzt hier auch hier mit den blinzigen Kabeln.
Dann können ja natürlich hier auch mehr. Na, ja, da kann hier 5000. Aber wenigstens kann ich jetzt hier mein Jetpack aufladen. Das ist schon mal gut. Dein Generator oder was? Hä? Wolltest du jetzt hier Lorium? Hä? Boots? Ist das Iron Boots? Was? Ja, das kann ich immer gebrauchen. Also wenn du da was über hast. Aber hier irgendwas komisch. Hier habe ich eigentlich... Hier müsste doch eigentlich die Hose... Die Leggings müsste doch eigentlich... Ach, das ist alles verschoben. Deswegen, ich denke mir gerade, ist doch hier irgendwie die Boots. Die müssen doch hier unten. Aber zeigt es trotzdem als Dings an. Naja, das soll es recht sein. Nochmal schauen. Na gut. Den Hut vielleicht doch lieber nicht. So. Ich habe noch 2 Gold. Hab leider ein bisschen was gebraucht. Also ich habe jetzt 8 Ohrs, das heißt 16 hätte ich jetzt. Paper da mal mit rein. Das Lied macht mich jetzt gerade ein bisschen wahnsinnig. So. Und so, hier ein bisschen was in die Quatschkiste noch. Und ich habe immer noch 2 Schwerter. Die Schwerter sind doch gut. Trag die nicht mit dir rum, die solltest du doch in die Kiste legen. Ja, ne, ich bringe die dir auch rüber. So, fall hier mal weg. Chestplate brauche ich jetzt auch eigentlich erstmal nicht. Und Pulverized Coal haben wir jetzt natürlich wieder zu viel. Dann packen wir hier mal mit dazu. Seared Bricks. Hier rüber. So. Okay. Und jetzt würde ich sagen, könnte ich eigentlich noch mal bisschen ein Blutopfer. Durchführen. Vollziehen. Also ich finde es cool. Also ich glaube, wenn ich es richtig sehe, ist King noch mit dabei. Achso, okay. Schmal ist natürlich wieder das falsche Stein. Und ganz ehrlich, ich habe seinerzeit immer gerne echtes iPad einfach irgendwie neben das Bett gelegt. Hab dann geguckt und dann irgendwann, wirst du müde, machst einfach das iPad zu und hörst aber einfach noch ein bisschen zu. Also war perfekt zum Einschlafen und... Wir wollen die Leute aber nicht betäuben und einschläfern. Ne, doch. Da dachte ich schon. Ja. Naja, jetzt gut, um die Uhrzeit ist okay, wenn dann mal einer irgendwann wegbricht. So. Slate. Schauen wir mal kurz. Was? Zweiter? Oh, da können wir zwei machen. Jetzt habe ich jetzt auch die Musik wieder angemacht. Damit es einfach ein bisschen... Ne? Und so. Ja.
Wie war das jetzt eigentlich mit dem... Gut. Ah, Mist. Hä, aber es waren noch 2000, dachte ich. Ah, ich glaube, so geht's immer verloren, ne? Wenn es nicht komplett ist. Na, mit dem Arnie. Mit dem Arnie. Ja. Gut war's mit Arnie. Ja, der weiß schon. Nee, keine Ahnung, wovon. Ja, der Terminator, der letzte Terminator. Du hast ja gesagt, nein, willst du nicht reden, solange ich den Film nicht gesehen habe. Ja, haben wir schon drüber gequatscht. Oh. Wir waren uns einer Meinung, dass das eine coole Sarah Chronicles Fortsetzung ist. Ja, ach, die Amis, ganz ehrlich. Die haben es nicht verstanden, deswegen wurde die Serie abgesetzt. Das ist der einzige Grund. Ja. Was heißt hier? Ja. Ja, ja, natürlich. Jetzt Schutz nehmen die Assis? Ne, was heißt den Schutz nehmen? Was heißt mir zustimmen? Ja, die Serie war gut. Ja, du verstehst es auch nicht. Nee, ich verstehe Produzenten und Zeug und sowas. Hm. Die haben es alle nicht drauf. Nee. So, ich mache es noch. Wenigstens zwei solche Blöcke, zwei. Dass hier der Altar endlich mal weiterkommt. Okay. Und dann werde ich den auch schon bald umziehen müssen. Wobei hier so Tier 3, glaube ich, geht auch noch eine Weile. Da steht er halt hier im Wohnzimmer. Mein Gott, ja, zum, wo sonst? Ja, zum Schluss muss ich ja so hoch. Ja, aber ja. Einen Blutaltar will man doch eigentlich schon im Wohnzimmer haben, oder? Will man im Wohnzimmer haben, ja, ist ja richtig. Aber ich will hier mit dem blöden Siegel und mit dem Schmarrn da mal weiterkommen. So, das müsste jetzt dann reichen. Da. Ich muss mich jetzt echt sehr an das Jetpack gewöhnen, irgendwie. Ja. Jedes Mal, wenn man hüpft. Man ist auch schneller unterwegs, kann das sein? Was ist denn jetzt wieder los? Naja. So. Vertikal auf jeden Fall. So geht denn das jetzt nicht? Das war doch so. Oder nicht? Machst du eigentlich schon Tinkers irgendwas? Nee. Nee. Ach Gott, nee, da ist ja noch mehr Zeug hier, genau. Das überlässt du komplett mir? Hast du nur die Schmiede gebaut? Ich habe jetzt die Schmiede gebaut, ja. Okay. Ja, nee, ich werde schon auch mal rübergehen zu der Schmiede, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, das Alumite, dieses Rosane, was eigentlich recht cool ist, kann man irgendwie auch schmelzen. Das kann schon sein. Müssen wir mal gucken. Also praktisch herstellen. So, einen blöden Orb in die Mitte. So, zwei. Zack. Oh Gott, das ist noch ein langer Weg bis dahin. Das wird auch im nächsten Stream nix. Sehe ich schon. Aber hier ist nix. Ne, hier Tier 3, Altar. Naja, ist nicht so wild. So, das Zeug mal da rein. Es ist halt auch langweilig zuzugucken, wenn ich an dem Altar stehe die ganze Zeit. Das Strip Mining Union ist auch nicht so spannend. Naja, gut, das sieht man ja nicht. Machst du ja. Aber ich habe, was wir natürlich auch irgendwann mal machen können. Dass wir einfach mal, ich hocke an deinem Rechner und du bei mir und wir tauschen einfach mal die Rollen. Und man sieht mal einen Stream, was du machst die ganze Zeit. Nee, da fühle ich mich nicht wohl. Was? Wieso? Nee, ist doch. Ja, oder wirklich im nächsten Stream? Schon wieder Draconium-Ohr. Immer kurz bevor ich so sage, jetzt müsste ich ins Bett gehen, finde ich Draconium-Ohr. Was findest du?
Draconium. Krass. Ja, die Ingots, das muss man halt hier mit... das ist auch... Ja, hieß ja vorhin auch im Chat hier, Draconium-Rüstung. Ja, da kannst du auch diesen Energiespeicher, diesen Riesenball. Oh ja, der ist natürlich schon krass. Der ist abgefahren. Ja. Aber habe ich bis jetzt noch nie gefunden. Das also Ohr. Ich habe jetzt schon ein paar... drei oder sowas. Ich dachte, dass du den nur durch diesen Drachen kriegen würdest. Also in dieser im End. Ja, das aber kann man auch hier nicht. Also das Alumite ist schon wirklich hier irgendwie im Nether. Ich meine irgendwie, ich hätte irgendein Dings geguckt und dann so, ja, und hier. Weil da so weit waren die noch nicht. Die haben das irgendwie hergestellt. Die hatten wirklich so eine ganz blinzige Hütte irgendwie so. Jetzt haben wir hier die Schmiede. Und jetzt machen wir Alumite-Zeug. Das muss irgendwie herzustellen sein. Können wir die Nuggets irgendwie herstellen? Auch nicht. Ja, das wäre natürlich auch krass, weil Leute, das ist ja eigentlich schon. Ja. Oh, dieses. Cinnabar brauchtest du auch, oder? Na, Cinnabar, das war für Thaumcraft. Ist weg. Ja, zur Not. Haus weg. Ich hatte dann auch rau in rauen Mengen und hab gar nicht so viel davon gebraucht. Ich weiß nicht, das wäre dann vielleicht auch erst wieder später gewesen. So. Die hat auch nichts drin verloren. Jetzt räume ich hier mal kurz noch auf. Strings braucht man manchmal. Ja, das passt eigentlich. Was haben wir hier? Tool, Rack, Eisen und Slabs außenrum. Ich baue mal ein Tool Rack hier an die Wand. Für ein paar Schwerter oder so, ne? Ja, und halt hier, ich habe ja schon eine Schüssel. Schüssel habe ich mir noch gebaut. Oh, sehr schön. Das reicht nicht. So. Kennst du das, bei mir ist mittlerweile mit der YouTube-Musik so, dass ich schon das eine Lied ist aus und ich weiß genau, was als nächstes kommt. Kennst du es noch von früher, von den Kassetten? Wenn ja. Du so Musikkassetten, dann wusstest du genau, und jetzt kommt, danach kommt das. Also jetzt nicht, wenn du jetzt eine gekauft hast, sondern eher so die... Ja, aber was hörst du YouTube-Musik? Nein, die Musik, die für YouTube, die halt jetzt im Stream. Ach so. Ja. Wo holst du die her? Ja, das ist halt, ja, das ist halt, muss halt GEMA-frei sein. Soll ja auf YouTube dann auch drauf. Und da ist auch immer nicht so einfach. Tschüss. Glaube ich. Vor allem, wenn du suchst, ne, wenn du sagst hier irgendwie royalty-free Musik. Ja, weil GEMA kennt jetzt ja der Amerikaner an sich nicht. Dann kriegst du jede Menge Seiten und ach hier, ja, ach hier, lad alles runter, so ungefähr. Und dann klickst du ein bisschen weiter und denkst, nee, aber wieso, wie verdient ihr Geld? Und dann merkst du ja, okay, ja, vielen Dank. Nee, einfach runterladen ist halt auch bei denen nicht. Da musst du auch einen Account machen. Beziehungsweise. Das ist auch neu. Ich brenne gerade Yellorium Dust. Und da kommen diese Uranium-Ingots raus. Okay. Ja, vielleicht gibt's auch schauen wir mal, vielleicht gibt's hier Yellorium-Barren gar nicht mehr. Sieht fast so aus. Aber hier, na, Block, na doch, gibt's, die Ingots gibt's.
Also. Wie stellst du die her? Guck mal nach. Aus Jeloritohr. Schmelzen. Ja. Schmelzen? Ja. Okay, und, ich pulverisiere es erst.